Karnevalsstimmung im Aachener Fanblock schon vor der Partie in Lotte. Die gastgebenden Sportfreunde wollten am 25. Spieltag der Regionalliga West den Abstand auf den Tabellenführer Fortuna Köln verkürzen. Doch dafür war ein Sieg gegen die Alemannia nötig. Lotte ganz in Weiß, Aachen in den schwarzen Oberteilen und gelben Hosen und die Fans im Stadion am Lotter Autobahnkreuz schon mit großer Vorfreude auf diese Partie. Knapp 1000 Zuschauer verschlug es ins Stadion und die sahen von Beginn an ein zähes Spiel. Beide Teams taktisch gut eingestellt, die Räume waren sehr eng. Wenn so etwas wie Gefahr aufkam, dann über die Außen. Lotte mit mehr Ballbesitz, doch ein richtiges und klar strukturiertes Durchkommen war Mangelware. Dann einmal der Gast mit dem Aufbauspiel über rechts. Und dieser Vorstoß wird Rüde von Lottes Nummer 6, Tim Gorschlüter, unterbunden. Klare Sache, Freistoß für Aachen. Lottes Trainer Michael Boris ahnte vielleicht schon, was jetzt kam. Freistoß getreten durch Dennis Dovidat. Und in der Mitte steigt Markus Hofmann am höchsten. 1:0 für die Gäste in der 15. Minute. Lotte jetzt mit Wut im Bauch. Bloß kein Boden gegenüber Fortuna Köln verlieren. Doch klare Torchancen sehen anders aus. Vielleicht mal mit einer Standardsituation kurz vor der Halbzeit. Gerrit Nauber mit dem Kopf. Das 1:1 für die Sportfreunde Lotte. Noch einmal der Freistoß und Nauber nickt den Ball ins Tor. Ganz wichtiger Treffer für die Sportfreunde. In Durchgang 2 drangen die Gastgeber nun auf die Entscheidung, doch Aachen stand noch tiefer, verließ sich nur noch aufs Kontern und das war brandgefährlich. Rafael Garcia unten rechts am Kasten vorbei. Die zweiten 45 Minuten plätscherten dahin, doch die Sportfreunde kamen noch einmal zu einem Freistoß. Amir Shapur Sadeh. Amir Shapur Sadeh, Superparade von Frederik Löhe im Aachener Gehäuse. Am Ende blieb es beim 1:1 unentschieden, vielleicht 2 Punkte zu wenig für Lotte. Wir sprachen nach der Partie mit einem enttäuschten Michael Boris. Wenn man das Ergebnis von letzter Woche in Düsseldorf sieht, wo man klar besser war, die Chancen nicht genutzt hat und heute wieder nur unentschieden spielt, holt man aus 2 Spielen 2 Punkte, das ist definitiv zu wenig. Wobei hier heute es nicht daran lag, dass wir die Chancen nicht reingemacht haben, sondern ja, Aachen ist in Führung gegangen, standen dann natürlich ein Stück tiefer, weil ich denke, sie mit dem Punkt zufrieden waren hier, den sie mitnehmen beim Tabellenzweiten und sowas. Schwierig, gut, dass wir vor der Pause noch das 1:1 gemacht haben. In der zweiten Halbzeit hat Aachen sehr gut gegen den Ball gearbeitet. Wir haben versucht, mehrere Möglichkeiten und Mittel zu finden und haben bis auf eine Standard eigentlich keine Lösung gefunden. Jetzt sind 7 Punkte nach oben hin irgendwie aufzuholen. Das heißt, jedes Unentschieden, wenn Fortuna Köln gewinnt, tut uns richtig weh. Das ist jetzt hier der Fall. Also ob Derby hin, Derby her. Von mir aus spielen wir auch am Sonntag an der Bremer Brücke. Das wäre mir total egal. Ja, wir müssen Spiele gewinnen, sonst ist der Zug leider abgefahren.